Ich denke, großes Lob an die Organisatoren. Wir kommen viel in der Weltgeschichte herum. Wir waren letztes Jahr mit diesen Autos im Rahmen vom Formel 1 Grand Prix in Melbourne eingeladen. Und ich muss eines sagen, Kompliment ans österreichische Publikum und Kompliment an die Organisatoren. Es war der Red Bull Ring natürlich auch die Möglichkeit, so ein Auto, ich sage mal, artgerecht zu bewegen. Und ihr habt das auch eindrucksvoll bewiesen. Es war laut, es war abartig, es war einfach wirklich brachial. Und da kommt natürlich auch der Fahrer, da kommt schon ein bisschen Freude auf. Das stimmt. Ich meine, das ist das natürliche Revier dieser Autos. Die sollten so gehalten werden, in freier Wildbahn, ungezähmt und ungebremst. Und dann geht es denen und den Fahrern am besten. Ein herzliches Dankeschön, Peter Schleifer. Ja, jetzt so, wie gesagt, auch die Enstal Classic, die Race Car Trophy Teilnehmer, langsam aber sicher zu uns, Andi. Ja, ich darf jetzt einmal alle Zuseher da hinten beruhigen, die jetzt mehr oder weniger nur zugehört haben bei diesen Interviews. Keine Sorge, das Feld wird sich hier jetzt auf der Hauptstraße auffädeln. Sie werden also alle aus nächster Nähe Fahrzeuge hier betrachten können und auch hören können, vor allem diesen wunderbaren satten Sound. Bitte, das sind 1300 Kubik. Nicht, dass man da jetzt auf falsche Gedanken kommt. Ein tolles Rennauto, der Austro V. 1300 Kubik Käfertechnik, ein Vergaser, also einfach Vergaser. Die Käfertechnik hat eigentlich in der Formel V eigentlich das bestimmt, was man aus dem Motor rausgeholt hat. Wir haben also dann mittlerweile mit den kleineren Motoren 70 PS, später dann bei der Formel V, Super V, mit dem 1600 bis 2 Liter dann aber auch auf die 100, 105 PS rausgeholt. Aber das Spannende daran ist eigentlich, dass man damit mit einfacher Technik, man schaut sich allein schon die Vorderachse an, das kommt einem vor, ja, das ist eine Käfervorderachse, mit einfacher Technik schon in dem Austro V richtig reinfahren konnte. Und die Rennfahrer, alle großen Rennfahrer haben mit so etwas begonnen. Einfache Serientechnik, wie gesagt, und die möglichst schnell gemacht. Ja, unsere nächsten Fahrzeuge, größtenteils aus der Vorkriegsgeneration, machen sich hier bei uns bereit. Ich sehe das Ehepaar Christian und Margot Bayer mit der Startnummer 8, eine wunderschöne Lea Francis Hyper TT aus dem Jahr 1930. Bitte, und jetzt rechnen wir alle einmal zusammen. 1930, bitte, das ist 84 Jahre her. Und dann sieht man dieses Fahrzeug, in welchem Zustand das ist, wie das klingt, wie das fährt, wie das schnurrt. Also da kann man nur sagen, Hochachtung all jenen, die dafür verantwortlich sind, diese Fahrzeuge auch in Schuss zu halten. Die Bayers sind überhaupt die großen Helden, die waren bei der Planei Classic dabei. Die hatten dann zum Schluss schon Wasser in den Stoppuhren drinnen. Also es war abartig, wie die das geschafft haben, auch bei Minustemperaturen im Freien zu sitzen und dann auch noch gut unterwegs zu sein. Christian und Marco. Wir bitten den Peter Sauber zur Startrampe zu kommen. Peter Sauber, bitte zur Startrampe. Helmut Zwickel wartet bereits. Ja, der Morgan Three-Wheeler, auch ein sehr, sehr spannendes Auto. Wenn Sie schauen, einmal die Ventilsteuerung außen liegend. Da kann man durchaus zuschauen, wie der Motor arbeitet. Man sieht hier die Stößelstangen, das heißt die Stangen, die dann die Ventile steuern und dann eben, wie gesagt, Einlass, Auslass regeln. Ein Three-Wheeler, so wie man ihn heute übrigens auch wieder neu kaufen kann. Es gibt den Three-Wheeler von morgen wieder in einer Neuauflage. Rund 40.000 Euro mit einer modernen Schaltbox vom Mazda MX-5 ausgestattet mit modernen Motoren. Aber das ist Automobilkunst oder beziehungsweise das ist eigentlich auch Fahrkunst, wie sie heute kann, nicht mehr zu finden ist. Morgan hat ja mit dem Three-Wheeler begonnen, weil es steuerlich günstiger war, drei Räder zu bauen, weil die galten damals noch als Motorräder und erst später hatte man dann das vierte Rad dazugebaut. Sensationell. Das ist übrigens sowas wie eine gelebte Physikstunde. Also ich habe mir das immer gedacht, als es im Gymnasium gegangen ist um den Verbrennungsmotor, sowas wäre doch eigentlich Glas gewesen. Das hätte man damals gebraucht. Ja. Hätte man zuschauen können. So, ja. Die Patricia also, hat wieder jemanden. Eine Chemiestunde zum Ehepaar. Ihr fahrt jetzt schon seit Jahren, ich sehe euch ja immer wieder gemeinsam rennen. Klappt es noch immer? Immer besser, zumindest im Auto. Die Ergebnisse momentan nicht so, dafür mit Spaß. Wie geht's euch da? Wer ist bestimmt? Ich versuche doch, ich. Okay. Ja. Also was jetzt? Nein, wir haben eine Abmachung. Wir haben eine Abmachung, er ist wirklich der Kopf und das Hirn und ich bin die ausführende Hand mit der Uhr.
Ja, so ist es geschickt. So gehört es. Zusammenarbeit ist gefragt. Aber so eine Rallye kann auch schon ein echter Belastungstest für eine Beziehung sein. Also ich habe das schon erlebt, dass sich die dann auf der Rampe in den Haaren gelegen sind. Ja, weil ist das bei euch so? War das schon mal der Fall? Unser Vorteil ist, dass wir schon sehr lange da dabei sind und das haben wir schon hinter uns. Lass hinter. Hab schon das nächste Level erreicht. Gut, wir wünschen euch alles Gute. Gut aufpassen drauf. Jetzt eine Frage hätte ich noch. Wenn man so ein Schmuckstück sein eigen nennt und das steht zu Hause, ist ja nicht das Einzige. Wie viel Zeit investiert man da? Wie viel muss man da wirklich sagen, okay, heute gehen wir mal nicht ins Kino, heute müssen die Kinder sich einmal selber das Butterbrot schmieren, weil ich bin jetzt in der Garage. Also zwei Nachmittage in der Woche oder Samstagnachmittag, Sonntag, also zwei Nachmittage gehen schon drauf mit allen Autos. Also einfach alles nachziehen einmal und vor allem immer wieder bewegen auch. Das ist ja viel mehr Zeitaufwand natürlich. Ja. Aber da fahren wir mittlerweile schon unsere Runden und ja, gehört auch zum Familienglück. Nein, dann wünschen wir euch alles Gute. Andi, du musst Platz machen. Weil sonst und jetzt müssen wir Platz machen für zwei absolute Legenden. Herzlich willkommen. Chucky X, meine Damen und Herren, achtfacher Grand Prix-Sieger in der Formel 1, Sieger beim Großen Preis von Österreich des Jahres 1970, der große Gegenspieler in der Formel 1 von Jochen Rindt war das, der jetzt hier mit dem Karl Friedrich Schäufele aus dem Hause Chopin hier über die Rampe gegangen ist. Auch mit ihm werden wir natürlich in Kürze hier das Wort pflegen, das Feld sortiert sich jetzt nach und nach hier ein bei uns. So, alle bitte Vorsicht, gut aufpassen. Ein wunderschönes Stück Technik. Lassen wir mal unseren Fotografen die Arbeit hier machen und dann werden wir mit dem Chuck X ein wenig das Wort pflegen. Ein Porsche 550 Spyder mit dem Königswellenmotor, wie es so schön heißt. Also eine großartige Maschine, ein sehr leichtes Auto, der 550 Spyder vom Namen her. Kam das Ganze ja wegen der, im Prinzip ja damals war es diese Werksnummer, die interne Werksnummer 550. Sehr viele sagen, der 550er trägt diesen Namen auch, weil er nicht mehr als 550 Kilo hat und das bei weit über 100 PS. Ein Auto, das sehr schnell zu bewegen ist und ein Auto, das, wie wir auch wissen, James Dean das Leben gekostet hat. Mit einem 550 Spyder war James Dean unterwegs, als er in Amerika abgeschossen wurde, war er gerade unterwegs zu einem Rennen. Ein 550 Spyder, mittlerweile ein unbezahlbares Fahrzeug. Andi. So, meine Damen und Herren, und jetzt darf ich Sie nochmals höflich bitten, dem Jacky X einen riesen Applaus zu spendieren, dass er heute hier bei uns ist. Jacky, great to have you with us. I guess you must have some good memories of Austria when we think back to 1970, the first Formula One Grand Prix at the Österreichring, and the winner was Chucky X in the Ferrari. Well, I must say it's great to be with you. Without any doubt, Austria always had plenty of very talented drivers, a number of world champions. These drivers like Helmut Marko or Niki Lauda, Gerhard Berger, Jochen Rindt, Alexander Wurst. For a small country like Austria, it's the same for me in Belgium in a way, it's fantastic to have talented drivers. And I must admit, the citizens and the people of Austria have always been very, very keen on motor racing. And it's a pleasure to be here. Thank you, it's a pleasure to have you with us. Also, er sagt, es ist ja erstaunlich, wie das in Österreich geht, so ein kleines Land, ähnlich wie Belgien, und dann diese großen Rennfahrer, Jochen Rindt, Niki Lauda, Gerhard Berger, Alexander Wurz und so weiter. Und auch die Leute in Österreich sind ein absolutes Fachpublikum. Das ist ein Kompliment an Sie, meine Damen und Herren. Jacky, would you agree if I say this is a little bit like motor racing was in the 60s and 70s with the audience so close to the track, with the drivers so approachable? Ist das so, wie das Rennfahren in den 60er, 70er Jahren war, mit dem Publikum so nah an der Strecke? Well, without any doubt, there are a lot of similarities. It's the human aspect. Professional racing today put the public away from the cars, away from the paddock, away from everything. The basic idea of Helmut Zwickel and his team to organize this, it's to allow the public to share, because together we have the same thing, it's the same passion, and it's really well made, and that's why there is a big recognition about this event.
Also deswegen funktioniert die Enzel Classic so gut, sagt er, weil der Helmut Zwickel und der Michael Glöckner einfach verstanden haben, dass es auch um die Menschen geht. Im modernen Motorsport versucht man immer, die Öffentlichkeit ein bisschen wegzubringen von den Autos. Hier sind wir ganz nah dran und deswegen freuen wir uns. Once a racing driver, always a racing driver, they say. You've raced so much, you've won in Le Mans, you've won the Rally Paris-Dakar, you've won Formula One races. Is there still this fire inside of you that you say, okay, I really need to do this once in a while? Or can you really just sit here, relax, and have a little nice afternoon with the gentleman on your side? Well, you know, unfortunately, in a way, only the drivers get underneath the spotlights. Your success is built up by a lot of people you never see. That's the mechanics, the engineer, the people who manufacture the parts for your racing car. And if you receive a good car, it's reasonably easy, it's easy to win. When I say the partners and the people around you, you have a good example. Next to me, I have Carl Friedrich Schäpeler from Schopar. It's a large group. There are plenty of people in it to build incredible watches. They make the success of Schopar. It's the same with for Porsche, for example. I drove 10 years for Porsche without any doubt. If you have a Porsche at the start, you know your chances to win are really much greater than anybody else. Thanks very much, Jackie, for being with us. Ich übersetze es noch ganz kurz und übergebe dann an den Oliver. Also er sagt, es sind ja leider immer nur die Fahrer, die da wirklich im Spotlight stehen, aber es ist ein ganzes Team dahinter. Beim Auto sind es natürlich die Ingenieure, die Mechaniker, die das Auto herrichten. Genauso ist es mit Uhren. Er hat ja den Karl Friedrich Schäufele von Chopin neben sich. Da ist auch Teamwork. Da arbeiten auch alle an diesen Hochpräzisionsgeräten. Und er sagt, in Erinnerung an seine große Zeit im Langstreckensport, wenn man einen Porsche hat am Start, dann hat man schon mal eine ganz gute Gelegenheit, das Rennen auch zu gewinnen. Danke, Jacques X, dass er zu uns gekommen ist. Eigentlich hat, ja, Applaus einmal für den Jacques X. Und eigentlich hat Karl Friedrich Schäufele als Co-Präsident von Chopin nur mehr zu nicken und zu sagen, ja, genau so ist es, denn im Prinzip ist der Chopin jetzt ja ohnehin auch schon als starker Partner hier erwähnt worden. Sie sind selbst auch einer der Oldtimer, dementsprechend bewegt, auch bei der Mille Miglia seit 25 Jahren dabei. Ja, ich habe eine lange Leidenschaft für Oldtimer, das ist klar. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich den Jackie mal überzeugen konnte, hierher zu kommen, und wir sind zum 7. Mal dabei als Sponsor bei der Enstal und es macht immer riesig Spaß. Die Präzision, die Sie eigentlich an den Tag legen, wenn Uhren gebaut werden, diese Präzision findet sich ja auch im Rennsport wieder. Ist das die Verbindung, die Sie haben? Natürlich, bei der Präzision fängt es gleich mit der Mechanik an, also mit den Motoren, den Getrieben und den Mechanikern, die dahinter stehen, und geht mit dem Rennfahrer selber weiter, der muss präzise fahren, sonst bleibt er nicht auf der Strecke. Und ganz zuletzt entscheidet noch das Timing, das ist ganz klar. Wenn Sie heute mit einem 550 Spyder unterwegs sind, auch ein Rennauto in Rennkultur? Absolut, das haben wir da unten gemerkt. Wenn man ein bisschen zu viel Gas gibt, muss man schauen, dass man noch rumkommt, nicht? Aber es macht riesig Spaß, natürlich. Genießen Sie es weiterhin. Dankeschön, der Chopin Grand Prix. Der heute hier der große Höhepunkt, der große Abschluss der Enstal Classic und der Race Car Trophy ist. Jetzt habe ich erzählt, dass der Jacques X alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, bis hin zur Rallye Paris-Dakar. Natürlich 6-mal Le Mans gewonnen, 8-mal in der Formel 1. Aber einer, der auch nicht wenig gewonnen hat, und das nicht nur auf Asphalt, sondern sogar auf dem Wasser. Das haben die wenigsten noch auf der Uhr, ist der Dieter Quester. Den suche ich jetzt da irgendwo im Gewusel. Ich glaube, die Patricia hat ihn am Mikrofon, oder Patricia? Ja. Ich habe mir den Dieter gleich geschnappt, weil ich freue mich jedes Jahr wieder, wenn ich ihn wieder sehe. Dieter, mit was bist du heute unterwegs? Mit einem BMW 328. Ein feines Auto. Eigentlich das Lieblingsauto. Jetzt, jeder, der den Dieter kennt, weiß ja, dass der nicht zu bremsen ist. Aber irgendwas hat dich dann doch bremst. Der Veranstalter hat mich gebremst, und zwar haben wir leider am Donnerstag am Red Bull Ring für Langsamfahren 500 Strafpunkte bekommen. Das klingt zwar grotesk, ich bin statt 50 40 gefahren, und ja, damit war unser Sieg dahin. Ansonsten hätten wir zumindest die Klasse fein gewonnen.
Aber Dieter, du liebst die Enstal-Klassik, darum kommst du jedes Jahr wieder her. Was ist die Faszination? Du, ich bin sie jetzt bisher 16 Mal, die Racecar-Trophy jetzt zweimal. Ich habe zwar am Red Bull Ring gesagt, nie wieder, aber ich überlege es mir. Na, das hoffe ich ja doch. Ja. Weil es ist ja immer schön, wenn man sieht, wie es ihr euch da untereinander, ihr Rennfahrer, immer wieder herzt und euch freut, euch zu sehen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da die alten Kollegen oder frisch, alte Kollegen, das hört sich schlimm an, die erfahrenen Kollegen, wie man anhand des Dieter sieht, der wird nicht alt. Wie ist das? Also, wenn ich die jungen Kollegen wiedersehe, zum Beispiel den Stritzel Stuck oder wer es auch immer ist, oder den Walter Röhrl, das ist doch ja, eine schöne Sache. Man spricht über alte Geschichten, vor allem mit dem Stuck verbinden mich ja unglaubliche Sachen, die man hier gar nicht erzählen kann. Moment, da grätsche ich jetzt rein. Darf ich kurz fragen, ja, wie war das mit dem Känguru? Bitte eine meiner Lieblingsgeschichten. Dieter Quester und ein paar Kollegen in Australien unterwegs, Bathurst oder so, ich weiß es nicht mehr genau, und plötzlich war der Reisepass weg. Wie ging das? Ja, das war der Reisepass vom Derek Bell, nicht meiner. Zum Glück, aber die Geschichte ist trotzdem gut. Ja, also, ich erzähle die Geschichte ungern, weil ich mir da schon einige Rügen eingehandelt habe damit. Aber es ist schon so lange her, dass man es jetzt wieder erzählen kann. Es ist beim Bathurst Rennen gewesen vor etwa, ich glaube, 25 Jahren ist das her. Und ich bin mit dem Derek Bell zusammen in seinem PKW vorausgefahren zur Rennstrecke. Es war also relativ spät am Abend. Hinter uns ist der Fitzpatrick gefahren. Und wir sind dann irgendwo knapp vor der Rennstrecke in Kontakt mit einem Känguru gekommen. Und für mich war es so, dass das Känguru tot war. Ich habe es dann aufgehoben, wir haben es hinten aufs Auto draufgelegt, um dem nachkommenden Fitz ja, einen Spaß zu bereiten. Nur das Problem war, so unglaublich das klingt, das Känguru ist plötzlich zum Leben erwacht. Nur vorher habe ich dem Känguru das Kaschmir-Sakko vom Derek Bell angezogen und da war sein Führerschein und sein Pass drinnen. Und wie habt ihr das dann dem Fundamt erklärt, dass ein Känguru mit dem Pass vom Derek Bell abgehauen ist? Naja, die Geschichte hat für sich ein übles Ende gehabt. Wir sind dann zur nächsten Polizeidienststelle, haben dort reportiert, was uns passiert ist. Die haben natürlich überhaupt nichts geglaubt. Hinter uns ist der Fitz gestanden und der hat immer so gezeigt. Die zwei haben einen Vogel und die haben uns dann rausgeschmissen auf der Polizeiwache. Das Ende vom Lied war, dass ich dem Derek gesagt habe, pass auf, nimm nächstes Jahr dann eine Kaschmirhosen mit, dass das Känguru einen Anzug hat. Eine der vielen, vielen Geschichten auch nachzulesen in einem Klassiker, wie komme ich bloß vom Rennsport los, deine Biografie. Man muss dazu sagen, die Lizenz und der Führerschein sind nie wieder aufgetaucht und für den Derek war es unangenehm, weil er hat fürs Rennen eine provisorische Lizenz aus England anfordern müssen, sonst hätte man nicht fahren können. Siehst, aber eine gute Geschichte, immer wieder gerne gehört. Danke, Dieter. Wie übrigens auch die mit den Kühlproblemen beim Österreich Grand Prix 1974, aber das erzählen wir vielleicht das nächste Jahr, damit es nicht allzu lange wird. So, ein Oliver. Weiterer Rennfahrer, jetzt hier bei mir, Walter Röhrl auch genannt, der Lange, der auch mit einem großartigen Fahrzeug heute hier unterwegs ist. 2 Liter 8 Zylinder, Porsche hat wirklich die Juwelen ausgegraben und Walter Röhrl hat auch dementsprechend Gas gegeben, schon am Red Bull Ring. Ich erzähle da nur vielleicht ganz kurz die Episode. Es war in der ersten Einführungsrunde. Da gab es dann einmal irgendwann den Walter Röhrl. Und dann gab es einmal lange nichts und dann kamen die anderen alle nach. Das heißt, das Gasgeben macht nach wie vor Spaß, gerade am Ring. Ja, ganz speziell. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich da bin. Nicht um da, wie meine Kollegen, da auf Hundertstel zu fahren, sondern um Spaß zu haben, das Auto zu bewegen, so wie es bewegt gehört. Das waren ja mal Rennautos und keine Stotterautos. Und das war wunderbar. Ich bin also sehr stolz, dass ich dieses schöne Auto fahren durfte. Denn so ein 8-Zylinder-Boxer, das ist schon ganz was Besonderes. Gell? Und meine Freunde und speziell der Klaus, der hat das Auto immer gut im Schuss und dann geht es vorwärts. Wenn man, so wie Walter Röhrl, auch an neuen Autos arbeitet, austüftelt, wie man neue Autos noch schneller, noch besser macht. Was ist so der Vergleich zum neuen Auto, vom alten zum neuen Auto? Die alten bewegen sich doch ganz anders wieder. Ja, hier habe ich das Gefühl, dass ich derjenige bin, der bestimmt was passiert.
beim modernen Auto sitzt dieser kleine Mann im Computer und pusht mir immer dazwischen. Also ich bin, das ist noch das echte Autofahren. Trotzdem für viele, gerade die neuen Autos mit sehr viel PS, wahrscheinlich auch nur fahrbar, weil es den kleinen Mann im Computer gibt. Das heißt, das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, den man als Rennfahrer natürlich nicht braucht. Ja, selbstverständlich, dass wir heute eine Verkehrsdichte haben, die fünfmal so hoch ist wie früher und ein Zehntel von den Verkehrstoten, das ist natürlich ein Verdienst dieser Elektronik, da gibt es keine Diskussion. Aber für so Querköpfe wie ich bin, der Spaß haben will, der sagt halt immer, es ist besser, wenn ich schnell fahren will, wenn ich das ausschalten kann. Schnellfahren am Red Bull Ring, das heißt auch das ein Teil des Erfolgskonzepts hier der Enster Classic, dass man auch Strecken hat, die abgesperrt sind, wo man mit der Racecar Trophy wirklich Gas geben kann. Absolut, auch gestern zum Beispiel dieses Bergrennen da in, wie heißt es? Auf die Dauplitz hinauf. Die Dauplitz, das war natürlich gerade für dieses Auto, das ja 63, 64 die Berg-Europameisterschaft gewonnen hat, war das natürlich also genau das richtige Spielfeld. Und ich habe also halt mal bis zum 6. ausgepackt dann auf und das war wunderbar. Oliver, von Walter Röhrl. Dankeschön, Walter Röhrl. Von Walter ist es nicht weit zum Christian Geisdörfer, der ja mit ihm zweimal Rallye-Weltmeister geworden ist. Man kennt noch diese Bilder aus dieser irrwitzigen Ära im Rallye-Sport. Jetzt mit ein bisschen Abstand, wenn man das sieht, sag mal, waren wir eigentlich völlig verrückt, was wir damals gemacht haben? Nein, nicht. Wir haben das ja nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und das war die geilste Zeit des Rallye-Sports überhaupt und wir sind beide sehr dankbar, dass wir das einfach mitmachen durften, denn das wird sich nicht mehr wiederholen und es war ganz toll, Bestandteil dieser Zeit zu sein und das erleben zu dürfen. Dann sage ich viel Spaß heute. Den Fritz Enzinger, den muss ich jetzt noch ein Versprechen abbringen. Er ist ja der Mann hinter dem Porsche-Erfolg, ich glaube, so kann man es auch nennen in Le Mans. Versprichst du mir, dass du uns nächstes Jahr einen deiner Burschen bringst? Versprochen. Und zwar nicht irgendeinen? Und nicht irgendeinen, sondern da versuchen wir, dass wir einige auf die Reihe kriegen, unabhängig vom Ergebnis in Le Mans. Also ich wüsste da einen Herrn aus Australien, der auch ganz gerne in Österreich ist und ich glaube, der würde sich hier sehr wohlfühlen. Liebe Grüße an den Marc Weber, wir würden uns sehr freuen, wenn er zu uns kommt nächstes Jahr. Okay, ich werde es so weitergeben. Alles klar. Danke, Andi, Fritz. Ich hab das schon beim Chopin Uhrenpräsentation schon geklärt, er wird kommen. Sehr gut, Patricia.